Willkommen zurück zu Deus Ex. Ich habe keine Ahnung, welcher Raum das sein soll. Schrot. 400 Credits hier. Das ist mir ein Dietrich wert. Ansonsten gibt es hier ein Buch. Das Testament des Adepten 34.501. Agent Hermann kam an. Gut zu wissen. Und hier ist ein Sicherheitsterminal. Das würde ich gerne hacken. Weil an der einen Stelle vorhin waren ja, na, ich weiß nicht, ob es mehrere waren, aber mindestens eine Kamera gibt es, an der ich gerne vorbei würde. Und jetzt hoffentlich auch vorbeikomme. So, dann gibt es hier noch Infos. Ach ja, genau, die Schlüssel, die schreibe ich mir mal eben auf. 42 0022, 34501 und 08711. Hoffentlich kann ich das nachher alles noch lesen. Und der Adept ist die 34501. Ah, okay. Aber hier ist auch ein Schlüssel für das Haupttor. Naja, okay, das interessiert mich nicht. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich glaube, da komme ich her. Also gehe ich jetzt einmal hier runter. Ah, okay, das ist die Kamera, die ich gerade meinte, aber die ist noch an. So, dafür gibt es aber hier einen Lichtschalter, hoffe ich. Nein? Ach nee, für die Tür. Okay. Ich hoffe mal, das löst jetzt keinen Alarm aus. Ich könnte die natürlich auch sprengen. Aber irgendwie ist mir gerade nach... Verdammt! So viel dazu. Vielleicht so? Nein! Ach verdammt, wie komme ich darüber? Muss ich es doch sprengen? Was bräuchte ich denn hier? 6 Tools! Na komm, ist doch egal. Ich habe doch 20, ne? Dann verschwende ich die jetzt halt einfach mal. Ist doch egal. Boah, sind die Dinger laut! Also nicht die Multitools hier, sondern die roten Laser. Finde ich ein bisschen seltsam, dass Laser so ein Geräusch von sich geben. Das sind offensichtlich die Laser, ne? The gold, wonderful. My people will take control when you move out. I believe you know Chen. I've given him control of an NSF platoon on loan to me from America. Chat, da klingelt irgendwas. Aber da ist leider nochmal eine Kamera da drin. Damit wird die wohl nicht gesteuert werden. Da oben ist auch nichts. Kriege ich die vielleicht hier irgendwo ausgeschaltet? Nee, das... Ich fürchte, die explodiert. Das sag ich doch. Die explodiert. Hat die umgelegt? Oder war ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, das war ich. Oder? Kam ich nicht hier oben rein? Ich weiß gar nicht. Ich bin auch ein bisschen verwirrt hier von der... Okay, da ist der Brunnen. Ich glaube, da komme ich her, oder? Nee, Blödsinn, da komme ich her, genau. Das heißt, ich war jetzt gerade in diesem Ding da drin. Ich möchte noch gerne ins Mönchsquartier gehen. Aber ich fürchte,
da drüben wird das nicht sein, die Fernsteuerung für die Kamera. Deswegen schaue ich mich jetzt einfach hier nochmal eine Runde um. In der Hoffnung, ein bisschen was zu finden. So. Immerhin, die Tür ist offen. Und, oh, was haben wir denn da? Eine dunkle Ecke. Na, das sieht doch nach Küche oder so aus. Guten Tag. What do you want? Was zu essen? Know where I can find a computer terminal in this building? You're in the wrong place. If I am to prepare breakfast for dozens of soldiers, then I must be left alone. I don't work for the troops that took over the cathedral. You part of the original staff? I have been the chef here for 8 years. Yes, the Templars were civilized. They paid me and they let me leave the compound. I'm no friend of your new bosses. Maybe you can help me out. Fine. There's only one terminal. Go up the 3 flights of stairs just outside the kitchen. Turn left, go down 2 flights, go forward up more stairs and turn right. You cannot miss it. What was that again? I have helped you enough. I do not need a bullet in the head. Now go. Moment. Was war das? 3 Treppen hoch, links, 2 runter. Okay, erstmal das. Kill me if I talk to anyone. 1, 2, 3. Dann links. Und dann wieder 2 runter, ne? So. Dann geradeaus. So, und was war's dann? So, links, 2 runter, geradeaus, Treppe hoch und dann rechts. Also hier quasi. Aber hier war ich doch schon. Da ist doch. Wo ist denn hier bitte ein Computerterminal? Ich hab da so eine Idee. Man kann nämlich mit dem Gewehr. Ach, da fehlen mir Erfahrungspunkte, verdammt. Wenn man das Gewehr nämlich hoch genug hat, kann man die Kameras ausschalten. Mist. Kann ich mich unsichtbar machen vor der Kamera? 9 Tools. 4-stellig, ne? Nee, das war's nicht. Ach, Mist. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach, verdammt. Okay, was soll's. Dann gibt es diesmal eben diese Lösung. Verdammt. Geht doch. So, was soll's. Ach ja, richtig, da war ja eine Kamera, ne? The gold. Wonderful. Noch eine Kamera. Take control when you move out. I believe you know Chad. I've given him control of an NSF platoon on your team in America. This hoard dates back to when the Templars managed the French treasury for Philip the Fair. They moved it here from the temple in Paris after the crackdown of 1307. The Nazis boxed it up for shipment to Berlin, but had to abandon the cathedral during the evacuation. Was genau war das? Keine Ahnung. Aber hier, Raketen. Davon habe ich ja gerade relativ wenige nur noch. Sag mal, gibt's hier nicht irgendwo ein Terminal? Och, hör doch mal auf. Ach, was soll's, ist doch egal. Das sieht gut aus. Aber zuallererst. Ah, da ist doch sowas. Zuallererst will ich zu dem da. Und mich aufladen. Wäre doch gelacht, wenn ich hier nicht die Kamera ausschalten könnte. Also ich glaube jetzt nicht, dass das das einzige Terminal ist, das da drüben in dem. Was heißt, dachte ich? Ich dachte mir schon, dass das nicht das einzige Terminal sein wird in dem Schlafzimmer, in dem ich vorhin war. Von daher, ich denke mal, das Schwert wird kein Zielfernrohr kriegen können. Ich meine, ich hätte da schon mal eins verpasst. Na egal, jetzt hat sie auf jeden Fall eins.
Und hier gibt es eine schnellere Nachladen-Modifikation, die hätte ich gerne auf der Schrotflinte, wie immer. Weil schnell nachladen brauche ich, wenn ich nah am Gegner dran bin. Und das bin ich mit der Schrotflinte. Was gibt's denn hier sonst noch? Ja, da richtig, da oben war doch irgendwas. Ich hab doch oben irgendwas gesehen. War das hier? War das hier? Da war's. Haha. Eine Reichweiten-Modifikation. Die Reichweite wird bei der Schrotflinte nicht allzu viel bringen, so knapp wie die, so grob wie die streut. Pistole oder Scharfschützengewehr? Ich würde sagen Scharfschützengewehr, weil ich mit dem dann doch über größere Distanzen schieße. Gut, bin ich voll geheilt? Nein. Jetzt bin ich voll geheilt. Na, und voll aufgeladen. Yeah. Das hat sich doch gelohnt, hier nochmal aus Versehen zurückzukommen. Ich glaube, ich hatte 5 Raketen. Jetzt habe ich 7 Raketen. Also ich habe von allem mehr als vorher. Genau. Und dann bin ich doch hier zur Küche gelaufen. Da gehe ich mal eben wieder hin und rede nochmal mit dem Koch. Und bevor ich dann darüber gehe und wieder zur Kamera und mich entdecken lasse, werde ich mich mal in der Küche ein bisschen umschauen. So, guten Tag. What do you want? Das kennen wir alles schon. Dankeschön. Okay, vorhin hätte ich die gebrauchen können, die Multitools. Jetzt halt irgendwie nicht mehr so. They will kill me if I talk to anyone. Feuerlöscher. Oh, da sind Gegner. Aber immerhin habe ich jetzt ein Zielfernrohr. Auf der Pistole. Kein Gegner mehr. Boah, langweilig. Ich will kein Sturmgewehr und ich will auch kein Kampfmesser. Was habt ihr denn hier gemacht? Ihr habt geraucht, ihr habt Wein getrunken, ihr habt Pfeile verschossen. Was? Davon habe ich genug. Okay. Das sieht aus wie tote Hühner. Gut. Also so viel. Ist das ein Schalter? Nein. Ist das ein Schalter? Nein. Nö. Was ist das denn da? Sieht so verdächtig aus. Als könnte man das irgendwie verschieben oder so. Darüber. Na, so halb rüber, aber irgendwie. Das wüsste ich gerade nicht, wie es geht. Vielleicht mit der Lampe? Oder mit der Lampe? Nein? Nein. Na gut. Dann werde ich jetzt mal wieder dahin gehen, wo ich gerade erfolgreich gestorben bin. Das müsste hier, genau, dann 2 runter. Dann wieder hoch. Und dann rechts, genau, hier hin. Jetzt bin ich klug und speichere vorher. So, wie kriege ich jetzt diese blöde Kamera aus dem Weg? Vielleicht so? Ja, tatsächlich. Es funktioniert. Sehr gut. 9 Tools. So, 1, 9, 4, 2. Das war's nicht. Was war's denn dann? 1305? Hat er nicht vorhin 1305 erwähnt? Irgendwer hat doch 1307. Okay, die Jahreszahl ist es auch nicht. Komm, was soll's. Dann gebe ich halt mal die 9 Tools aus. Oder kann ich das hoch... Ich könnte das sogar hochleveln. Guck mal, das mache ich doch einfach mal. Und dann sind es nur noch 4 Tools. Und das eine davon kann ich mir in der Küche wieder zurückholen. Dann komme ich da sogar mit 3 Tools aus. Effektiv. Geht doch. Noch mehr Ambrosia. Aha. Come to me. Nein. Erstmal nach oben. Hätte ich da vielleicht den Schlüssel gehabt? Jetzt sag nicht, ich hätte den Schlüssel gehabt. Nee, ne? Nee, hätte ich nicht. Okay. Das hätte mich jetzt genervt. Und geärgert. Oh nein, ich wäre hier auch noch reingekommen, oder? Irgendwie... Wie wäre ich da denn? Ah, diese Lampe ist ein Schalter.
verstehe. Und wo ist die? Das ist doch das Dach, auf das ich rübergehüpft bin, ne? Oh nein, nicht wirklich. Man sieht sogar an der Textur. Wie ärgerlich. Ja, verdammt. Na komm, was soll's. Dann gehe ich nochmal kurz in die Küche, hol mir das letzte, beziehungsweise mein Ersatz-Multitool. Das müsste, ja, ja, genau. So langsam kenne ich mich hier aus. Darüber, da hoch. Und da jetzt drei Treppen runter. Es war ja so klar, dass ich überall bei den Lampen Schalter vermute, außer bei der einen, die tatsächlich ein Schalter ist. Menü. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wo der Agent Hermann herkommt und hingeht. Wer ist Chad? Achso, nee, Chad, natürlich. Chad ist der von der Resistance im Untergrund. Der Typ, na klar. Soll er mich irgendwie abholen oder so? Keine Ahnung. Ich schau mal die Ziele rein. Zur Familiengruft im Labyrinth hinter dem Chateau. Im Netzwerk der Templer anmelden. Okay. Ah, das hier könnte das Netzwerk der Templer sein. Oh, das sieht nach Hologrammübertragung aus. Ah, die Kamera habe ich vorhin ausgeschaltet. Die hat nämlich dieses Kreuz gesehen. Ah. Now you see that you cannot succeed all alone against the whole world. Na, hilf you mir. Came all the way to Paris to tell me that. It is a simple message I am demonstrating. We know where you are going and what you intend. That doesn't mean you can stop me. I have been upgraded for this assignment. I am engaging. Whoa! Da habe ich gerade einen Schluck getrunken. Weil ich dachte, der Dialog geht noch eine Weile. Verdammt! Ich muss mal speichern. Und dann machen wir das Ganze mal so. Na, Nachtladen! Verdammt! Ah, okay. Blöde Idee. Da muss ich noch ein Stück weiter weg. Zum Beispiel hinter diese Tür. So. Jetzt bin ich bereit. Wie verschlossen. Achso. Ja. You give yourself up. Dumm, die dumm. Das war ja einfach. Ist das Summen von der Musik oder von ihm? Hm, keine Ahnung. Hui, der hat mir gerade einen Schrecken eingejagt. Ich schiff da so einfach runter und zack, da steht er. Mann, oh Mann. Naja, was soll's. Es ist ja auch ein guter Platz, um sich zu verstecken hinter all den Säulen. Das muss man ihm lassen, das hat er gut hingekriegt. Aber jetzt ist Gunther Hermann endgültig tot, nicht wahr? Gut, dann schauen wir uns mal diese Übertragung hier an. Keine neuen Nachrichten. Echt nicht? Ist ja ärgerlich. Enttäuschend. Ich einen geheimen Schalter vielleicht? Sieht auch nicht so aus, ne? Nö. Das war wahrscheinlich wirklich nur die eine Lampe. Da oben. Ist hier noch was? Nö. Gut, dann werde ich mich wohl... danke für die Fähigkeitspunkte. Dann werde ich mich wohl an diesem Terminal, an diesem PC im Netzwerk der Templer anmelden. Aber was dann passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.